Bijouterie Wagner in Rinach. Frühlingsauftakt kann nicht schöner sein als natürlich mit Blumen. Hier sind wir jetzt gerade in der Gärtnerei Alemann und zwar an der aktuellen Frühlingsausstellung. Es geht einmal mehr um Geranien und ich wollte dieser Geschichte mal nachgehen. Ich habe keine Ahnung, wie man mit so einem Teil umgeht und das können wir uns jetzt vom Fachmann direkt erklären lassen. Cedric, ich komme mit so einer Kiste voll frischer Geranien heim. Wie gehe ich jetzt davor? Wie ist das artgerechte Eintopfen? Also zum Geranium eintopfen, also man kann sie in den Topf eintopfen, in größere Töpfe auf der Terrasse oder man kann sie auch in Kistli pflanzen. Also was alles wichtig ist in einem Kistli, ist, dass man hier Löcher hat und dass man die Löcher nicht gerade direkt mit der Erde zumacht, sondern das erste Mal mit einem Tonschäben. Das ist wichtig, dass die Wurzeln die Löcher nicht zumachen und dass es denen auch Gestaunässe gibt. Oder? Und wichtig ist denen auch eine gute Erde. Das wäre eine leichte Erde, die auch ein bisschen gedüngt ist für Granium. Oder? Das ist noch sehr wichtig. Oder? Nicht eine zu schwere Erde für Granium. Dann kann man hier so die Kiste füllen. Zweite Position. Und dann kann man Granium nehmen. Dann gibt es wegen dem Austopfen, da kann man den Topf ein leicht andrücken. Wichtig ist, dass man schaut, dass die Ballen recht feucht ist. Wenn es nicht der Fall ist, oder normalerweise würde man prinzipiell immer den Granium, also die Ballen, so tauchen, dass sie recht nass ist. Und dann kann man sie so schön tiefes Loch machen, das Granium leicht heben und mit der anderen Hand ein bisschen andrücken. So. Welche Sorte Granium gibt es eigentlich? Wir haben sehr, sehr viel. Ich glaube, etwa nicht weit von den 100 Sorten. Mit Stehengranium, Hängengranium, Duftgranium. Wie viele können jetzt hier in so einer Kiste? Es sieht jetzt nach drei aus. Aber ja, da kann man jetzt drei. Ja, vier wäre etwas zu viel, oder? Man muss ihnen schon noch etwas Luft lassen. Aber wenn man es gerne etwas dicht hat oder gleich dicht hat, dann kann man eben drei rein tun, so in einem 60er Kistli. 40er Kistli wären zwei genug, oder? Wie ist es denn nachher zum Aufstellen? Sind Geranien eine Pflanze, die viel Sonne braucht oder die nicht zu fest in der Sonne stehen darf? Also, es kommt ein bisschen auch auf die Sorten drauf an. Es gibt Sorten, die gerne sehr sonnig haben und Sorten, die auch nur gerne Halbschatten haben. Es kommt ein bisschen auf die Sorten drauf an. Oder? Wie viel Wasser brauchen Sie denn? Ich meine, man kann ja auch Blumen eigentlich kaputt machen mit zu viel Wasser. Ja, das ist so. Also, wichtig ist, also Granium haben nicht gerne zu nass. Lieber nur geben, wenn sie trocken haben. Am besten ist, wenn man ein bisschen hier in die Erde reinlenkt. Dann spürt man, ist sie trocken, ist sie feucht. Oder? Und ich würde sagen, nicht nur immer 1 Liter. Lieber einmal richtig geben. Es kann ja unten rauslaufen. Das ist ja, für das haben wir eben hier Löcher in der Kiste. Und wenn man richtig geht, dann ja, je nach Wetter natürlich. Im Sommer, wenn es 30 Grad hat, braucht es all oben einmal oder all zwei Tage. Aber wenn es so regnerisch ist, braucht es
ja, zweimal in der Woche. So. Aber wie gesagt, am besten ist in die Erde reinlegen und schauen, ob sie richtig feucht oder trocken haben. Oder? Wichtig ist auch, einen Gießrand machen, dass es nicht gerade überläuft, oder, wenn man Wasser gibt. Oder? Und ja, dann wird das Kistchen abgepflanzt. Parat für auf den Balkon. Du hast vorhin den Sommer angesprochen. Was macht man denn jetzt, wenn man von der Ferien heimkommt und es liegen praktisch alle flach? Ja, dann kann man zu uns vorbeikommen. Und wir haben Granium bis sicher August, oder? Wenn die Leute von der Ferien zurückkommen, sind sie am froh, dass sie noch ein Granium kriegen. Und da haben wir noch ein grosses Sortiment bis im August, oder? Rolf Hallemann, was bietet sich denn jetzt noch an für den Frühling an einer speziellen Pflanze? Ja, in den letzten zwei Jahren ist vor allem die Pladenia in Mode gekommen, sehr stark in Mode gekommen. Das ist eine ganz dankbare Pflanze, die auch unter Balken, die extrem heiß und Sonnenschirm Problem haben, also wo wir eine Store haben, eine Store, wo die ganze Sonnenlicht wegnimmt. Dort drunter wachsen die sehr gut. Was macht sie denn so speziell? Schmeckt sie besonders? Sie schmeckt nicht besonders, aber sie blüht den ganzen Sommer durch. Und der grosse Vorteil ist, wenn sie dann einmal eingewachsen ist im Sommer, macht sie Speicherwurzeln, wo das Wasser gespeichert werden kann. Man kann dann auch mal eine Woche am Foto, ohne dass sie vertrocknen.